War es im Dezember das widerwärtige Spottlied des WDR, der mit »Die Oma ist eine alte Umweltsau«, menschenverachtenden Zynismus, niederträchtige Geschmacklosigkeit, verpackt unter der Käseglocke der Satire, eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und kurz darauf mit »Deutschlands Handballspieler sind zu weiß und zu deutsch« noch einen gebührenfinanzierten Rassismus-Eklat drauflegte, ist es nun der ARD, der mit »Corona rafft Alte dahin, das ist nur gerecht« den schmutzigen, den grausamen Niveau-Limbo, diesen täglichen Griff in das mediale Scheißhaus öffentlich-rechtlichen Journalismus unterbieten will. Wieder einmal, gegen jede Kritik vorsorglich in der Satire-Warte verpackt, als würde Satire und Humor zu Menschenverachtung aufrufen dürfen, werden ältere Mitbürger als unwertes Leben dargestellt. Was ist mit euch Journalisten los? Habt ihr jegliche Empathie, jeglichen Verstand verloren? Hämmert man euch die letzten Gehirnzellen in der Journalistenausbildung aus euren Hohlräumen? Verseucht man euch mit der Arroganz und der Herzlosigkeit? Die Oma, die alte Umweltsau und jetzt die Alten, die der Virus dahinraffen soll. Was ist das Ziel? Generationenkriege, Familienkonflikte? Die immer wiederkehrende, unterschwellige wie auch nunmehr direkte Darstellung älterer Menschen als längst verbrauchtes, unwertes, zum Sterben freigegebenes Leben ist nicht nur ein einzigartiges Verbrechen, sondern erinnert an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Habt ihr keinerlei Respekt mehr vor Menschen, die es euch mit ihrer Lebensleistung erst ermöglicht haben, aufrecht zu stehen? Dass ihr heute einen geraden Satz in euren Redaktionen einigermaßen unfallfrei in die Kamera aussprechen könnt, verdankt ihr jenen Menschen, die dank ihrer Lebensleistung euch die vollen Windeln gewechselt haben, täglich euren Fressnapf gefüllt, euch Bildung überhaupt erst ermöglicht haben und damit eine Chance zum selbstständigen Leben eröffneten. Liebe Brunnenvergifter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, ohne eure Mütter, eure Väter, eure Großeltern wärt ihr heute nicht einmal ein Gedanke, geschweige denn eine Eizelle. Humor, Kabarett, Persiflagen. Ja, die Satire ummantelt immer einen wahren Kern. Formuliert überspitzt. Die Absonderung von Älteren, von euch im Fernsehen mit Müll gleichgesetzt, hat nichts mit dieser Kunstform zu tun, die ihr für gewöhnlich das in bissigen Humor verpackte Aufzeigen von Missständen darstellt. Was soll diese Sendung bitte schön aufzeigen? Schämt euch! Während viele Menschen in Europa gerade in diesen Stunden und Tagen Rücksicht auf jene Generation nehmen, der wir alles zu verdanken haben, wünscht ihr ihnen den Tod an den Hals. Mit einem Wort erbärmlich.